wir nur ein Pro Plus haben hier so. Sorgt bei niedriger Geschwindigkeit für einen sofortigen Leistungsschub. Das ist das, was wir brauchen. Ich würde einen Zweier-Tank nehmen, ehrlich gesagt. So. Offroad-Teile. Offroad-Teile ermöglichen hohe Geschwindigkeiten in unwegsamem Gelände. Verlangsamt deinen Wagen jedoch auf Asphalt. Deswegen werden wir ja kein Offroad machen. Drift und Offroad. Eigentlich brauchen wir nur Drift. Eigentlich brauchen wir nur ein Drift-Fahrwerk. Also ermöglicht höhere Geschwindigkeiten auf Asphalt, eignet sich aber nicht für Offroad. Ein Driftfahrwerk fördert das Übersteuern des Wagens. So. Gute Bremsen nochmal holen. Aha, das Geld schrumpft aber langsam. So, gute. Gute Driftreifen. So. Sind schon einmal im Besitz. Na dann brauchen wir sie uns ja nicht kaufen. Und eine Kupplung. Und noch ein Differential. Okay, jetzt gehen wir aber noch ein bisschen differentialmäßig. Gehen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen auf den Speedcross, wa? Oder Rallye? Cross-Country-Rennen, ne, weiß ich nicht. So, wir nehmen den hier, so, zack. Standard. Passive Dinger. Was können wir denn hier? Irgendwas Nitro-mäßiges? Bei Sprüngen? Nitro. Die Items bewirkt, dass dein Nitro wieder aufgefüllt wird. Bei Drift. Naja, ist natürlich. Ist natürlich sehr vorteilhaft bei Driftwagen, ne? Und somit sind wir jetzt doch tatsächlich pleite. Wow. Ne, Leistung haben wir. Aber leistungstechnisch hat er. Was? 146 nur? Also nicht sehr viel. Naja, ist ein Driftauto. Können wir Motor wechseln? Oh, wir hätten sogar den Motor wechseln können. Toll. Oder? Wankelmotor, Wankel, rein. Keine Ahnung, lohnt sich Motorwechsel? Optik. So, wir gehen nochmal ganz kurz in die Optik und dann gibt Dinge, die sind wichtig. Dazu gehört sowas. Das ist ein ganzes Kit, wa? Ja, weiß ich. Weiß es nicht, oder? Weiß ich nicht. Eigentlich. Eigentlich hat das Ding schon ein bisschen Stil. Finde ich. Es hat schon. Ich liebe es, wenn es übertrieben aussieht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin großer Fan von Übertriebenheit. Es kann nie wirklich groß genug sein für mich. Oh Gott. Müssen wir die da vorne haben? Das finde ich irgendwie. Subaru. Eigentlich am liebsten noch einen schönen Kofferraumdeckel? Hä? So, bestimmt, weil das schon einer ist, wa? Geht das mit dem? Ja. Krieg ich auch richtige Spoiler? Also hoch. Sowas hier zum Beispiel. Oder sowas. Oder der hier. Der ist eigentlich auch ganz hübsch. Okay, können wir uns sowieso nicht leisten. Sind wir mal ehrlich. Ja, cool. Ich kann ein Dach. Was kann ich mit Dach machen? Ach, diese Dinger. Oh, das ist ja useless wie sonst was. Okay, man kann also... Es ist immer unterschiedlich bei den Autos. Natürlich tönen wir wieder unsere Scheiben. Lackierung. Ich mag diese Schmiedechrom eigentlich. So, oder wir nehmen hier. Zack. Änderung speichern. Da rein. Mein schwarzes Auto, ne? Haben wir auch sonst nicht. Haben wir ja sonst auch nicht. Zack. Änderung speichern.
Und jetzt können wir driften. Sieht eigentlich ganz cool aus, das Auto. Ne? Muss ich ja mal echt sagen, das Auto hat Stil. Wenn wir jetzt noch einen anständigen Spoiler hinten drauf haben, der ein bisschen höher ist, richtige Felgen und so, dann hätte dieses Auto schon echt Stil. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, wir gehen driften. Das ist jetzt auch mal, das ist, das, oh, das wollte ich schon länger mal machen. Aber wir hatten kein Geld für ein Driftauto. Jetzt haben wir ein Driftauto, jetzt können wir driften. Gleich nachdem wir Offroad gemacht haben, können wir jetzt driften. Ist auch geil. Schön. Ich glaube, die Felgen mache ich rot, oder? So. Aber wir machen Drifts, indem wir einfach sagen, wir fahren zu den Typen hier. Und um das Ganze zu beschleunigen, machen wir Schnellreise. Weil das ist hier nicht mein Wagen, mit dem ich irgendetwas erledigen will. Hey, sorry, dass du unseren Streit mitbekommen hast. Ist Lukas noch sauer? Das wird schon wieder. Ja, willst du was echt Schräges hören? Ich habe eine Nachricht wegen meines beschlagnahmten Wagens gekriegt. Von wem? Weiß ich nicht. Aber wer es auch ist, will ein Treffen. Ist das eine Falle? Naja, Treffpunkt ist der Parkplatz nördlich vom Strand. Da werden eine Menge Leute sein. Könntest du trotzdem... Bin dabei. Danke. Wir sehen uns da. Okay. Wir haben neue Aufgaben bekommen. Ich muss ganz kurz gucken. Empfohlen 240. Das haben wir aber noch lange nicht. Aber ich habe noch was gesehen. Der hier, das, die hier. Das ist das Offroad-Ding, ne? Wir müssen uns einen Offroad-Wagen bauen. Oh Gott, jetzt müssen wir, oh Gott, ich habe kein Geld für einen Offroad-Wagen. Verdammt! Ich habe gerade einen Driftwagen gebaut. Ich habe doch gerade erst einen Driftwagen gebaut. Das ist so ungewohnt. Ich habe noch nicht mal die Bremse betätigt, weißt du? Und das Heck bricht einfach raus. Das ist wie ein Ford S2000. Das soll ein sehr gefährlicher Auto sein. Habe ich mal informiert, wollte immer einen haben. Also den Suzuki in Need for Speed Too Fast, Too Furious 2 gespielt hat. Oh, Alter. Uiuiuiui. Ist der aber ein Drifty. Na, dann bin ich mal gespannt. Friss oder stirb. Okay. Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es? Oder 25.000 Punkte, das kriegen wir doch hin, oder? Oh, ich komme nicht aus dem Quark. Oh Gott. Uiuiui, hier muss ich aber mal. Ich muss mich erstmal an das Auto gewöhnen. Das Auto driftet wie ein halber Hahn. Ja. Guter Anfang. Nee. Aber ist das Können oder nur Glück? Glück. Den hast du aber. Den habe ich aber kaum unter Kontrolle hier. Haben wir ihn ein bisschen zu driftig gemacht? Ich habe den nicht unter Kontrolle. Das Auto slidet nur. Ohne Ende. Das Auto slidet nur. Der habe ich nicht. Bei dem Auto hier absolut nicht. Vielleicht ist der Kurs ja doch noch zu viel für dich. Das war fies. Das nehme ich persönlich. Alter, den. Oh, Auto. Okay, das Auto ist komplett broken getuned. Wir müssen da noch irgendetwas umbauen. Das ist komplett broken getuned, das Auto hier. Ich meine, wir können schön steil gehen, aber sind wir mal ehrlich, wenn ich den gegenlenke, explodiert das Auto einfach in die andere Richtung. Du hättest vielleicht ein bisschen mehr üben sollen. Dann muss ich es auch anders angehen. Gib mal Nitro.
Kontrolle. Ich hab den nicht unter Kontrolle, den Wagen. Ich hab den nicht unter Kontrolle. Der ist so eigenständig. Den haben wir, glaube ich, ein bisschen overtuned, oder? Entweder das oder ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Mach so weiter, dann passt das schon. Also, mal ehrlich, das ist echt. Das Auto dreht sich nur um Kreis hier. Ja, zeig mir mehr davon. Bleib auf dem Gas. Ich bin nicht unter Kontrolle. Vielleicht zu doll, vielleicht wirklich zu doll rangenommen, das Auto, weiß ich nicht. Oh. Ich glaube, das wird eine Punktlandung. Ich glaube, das wird mehr als eine Punktlandung. Wie aus dem Lehrbuch. Echt? So sieht das im Lehrbuch aus? Alter, was für Lehrbücher liest du? Das ist gar nicht mal so einfach mit dem Wagen hier. Aber ich versuche es. Der sieht vielversprechend aus. Ich versuche ein bisschen weniger zu lenken. Lass das Auto mal ein bisschen machen. Hey, wir haben die Zielpunktzahl erreicht, das ist schon einiges wert. Boah, das war aber... Tschüss! Ganz ehrlich, ich dachte, der Kurs fordert dich mehr. Naja, dann eben beim nächsten Mal. 128.000 war aber knapp zu den 125.000. Puh, okay, ja. Wir müssen noch ein bisschen was an den Auto abändern. Wir müssen mehr in Straßenlage wieder gehen. Wir sind, glaube ich, zu der in dem Drift drinne. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu extrem drinne. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob wir zu extrem drinne sind. Also das ist wirklich katastrophal, dieses Auto so zu fahren. Das ist wirklich, wirklich echt schwer. Man sieht ja, wie das Auto ausbricht hier. Das war ohne Bremsen. Also, ehrlich, mit dem vor der Polizei abhauen und wir sind sofort tot. Ja! Bei gerader Strecke bricht das Auto schon aus. Ich glaube, wir müssen ein anderes, müssen irgendwas abändern. Differential oder so, dass wir wieder ein bisschen mehr auf Straßenlage kommen. Weil das Auto ist halt einfach nicht zu holen hier. Wir können Donut ziehen, ja, aber das war's auch schon. Hier, glaube ich, müssen wir wirklich ist was anderes mitmachen. Keine Ahnung, wo der Flamingo ist, aber vielleicht unter der Brücke hier. Geil! Das waren 8 Meter? In welcher Welt waren das 8 Meter? Ja.
Alter, das Auto lässt sich nicht beherrschen. Niemand kann dieses Auto beherrschen, wirklich nicht. Das ist einfach, das ist als wenn du ein Hoverboard fährst hier da. Da geht gar nicht. Das Auto ist einfach völlig kaputt. Naja, wir haben wenigstens einen Stern bekommen. Aber das Auto ist komplett broken. Ich dachte schon, das wäre die Polizei. Kurzer Angstmoment. Die fährt hier nämlich auch irgendwo rum. Oh, da ist der Drift Trial, alles gut. Alter. Nee, da müssen... Irgendwas müssen wir abändern an denen. Das geht gar nicht. Okay. Naja, wissen wir Bescheid. Irgendwas. Er muss ein bisschen mehr Straßenlage bekommen. So ist er nicht gut. So ist er einfach nicht gut. Oder 50.000 Punkte. Uns Quark kommen lassen. Das war ein schöner, sauberer Drift. Das war viel zu doll wieder. Oh, lässt sich nicht mehr kontrollieren. Wir müssen wieder auf 0 runter. Wir müssen auf 0 runter und dann wieder von vorne anfangen. Das ist echt, echt, echt übel. Dieses Auto ist ein Monster. Was das Driften angeht, ist dieses Auto kaputt. Nur nie gegenlenken. Lass das Auto alles machen. Oh Gott, dieses Auto. Was ist denn das? Alter, warum kann man sowas denn einsetzen, wenn das sowieso nicht wirklich funktioniert? Auto ist wieder außer Kontrolle. Ich habe einmal ganz kurz die Maustaste zur anderen Seite gedrückt. Dann ist Ende. Jetzt schaffe ich den Sprung hier nicht, oder? Doch. Na ja, sei Dank. Wieder out of control hier. Ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen hier. Das ist eine Zumutung, dieses Auto. Das ist ein... Alter, bitte Kurve auch nutzen, ja? Danke. Alter, drückst du nach links und der sagt sich so, nee, lass mal. Heute ist kein Links drinne, Junge. Naja, die Zielpunktzahl erreicht mir aber trotzdem, wa? Meine Güte, ey. Hier müssen wir erstmal hüpfen, also bloß nicht das Lenkrad bewegen. Ich darf nicht zu viel lenken. Wenn ich lenke, explodiert. Ist so.
Seht ihr? Ich habe noch nie mal gelenkt. Das Auto explodiert einfach so von sich aus. Das Auto hat einfach null Straßenlage. Einfach null. Nee, nee, kein schönes Auto dafür. Driftauto hin oder her, aber... Das ist nicht Driften. Driften sieht ein bisschen anders aus. Auch wenn Driften ein kleines bisschen anders aussieht. Wenn ihr Driften sehen wollt, dann kennt Block gucken, Alter. Der ist cool. Bei denen sieht das nicht so aus, was ich hier mache. Ich bin gar nicht mehr unter Kontrolle. Aber Zielpunktzahl ist erreicht. Wir können eigentlich einfach nach Hause fahren. Und dann müssen wir unbedingt einfach... Ich weiß nicht, ihnen irgendwas anderes geben. Irgendwas, um das Straßenverhältnis halt wieder auf den Punkt zu bringen. Ich dachte, Drift. Viel hilft viel, weißt du. Aber da musst du wohl echt irgendein Ausgleich finden. Da musst du irgendein Nebenbudel finden. Ja, schön, dass wir es wenigstens geschafft haben. Aber zu welchem Preis? Zum Preis meiner Nerven. Und das war's. Wir müssen anhalten. Wir müssen anhalten. Es geht nicht. Wenn er jetzt so ist, können wir nicht mehr gewinnen. Und da jetzt der Sprung kommt, müssen wir erstmal hier sowieso auf Kette geben. Dann schaffen wir den Sprung hier nicht. Deswegen, es ist einfach nur noch Ende. Furchtbar. Oh, katastrophales Auto. Uiuiuiui, das ist absolut, das ist nicht beherrschbar. Ich gehe jetzt in die Werkstatt und dann ist Umbau angesagt.